Guckt mal, ich habe eine Kiste. Eben gekommen ein Paket, der hat Lust auszupacken. Ja, aber die anderen ja nicht. So, stopp. Jetzt hat die. Für die Kinder ist es ein bisschen wie Weihnachten, wenn das Päckchen vom Sponsor kommt. Was ist das? Lego! Ein Buch zur Sprachförderung und eine Kiste Spielzeug, bezahlt von der Firma Lego. Mit dieser Form von Bildungssponsoring will die Marketingagentur Plattwerk Kindergärten unterstützen. Und Unterstützung kann Kindergartenleiterin Edith Schäfer immer gebrauchen. Das Geld ist knapp. Ich bin sehr dankbar für solche gesponserten Sachen, ob das jetzt dieses Sponsoring ist oder ob es von unseren Geschäften in der Umgebung ist. Ohne diese Spenden könnten wir nicht überleben. Über 6.500 Kindergärten und rund 2.500 Grundschulen bekommen nach Angaben der Agentur regelmäßig so ein Päckchen mit gesponserten Artikeln. Angeblich nur zum Wohle der Kinder. Dieses Büchlein soll der Sprachförderung dienen. Darin jedoch vor allem die aktuelle Lego-Kollektion. Bei den Kindern kommt die Botschaft an, sie wollen noch mehr Lego-Steine. So ein Lego-Haus. Oder sowas. Und so ein, glaube ich, ein Zoo. Unter dem Deckmäntelchen des Bildungssponsorings landet so Werbung in Kitas und Grundschulen. Und das nicht nur von Firmen. Florian geht in die erste Klasse. Eines Tages liegt auf seinem Platz in der Schule eine Brotdose. Ein Geschenk der SPD Rheinland-Pfalz. Politische Werbung im Klassenzimmer. Für seine Eltern ein Unding. Das war das Erste gewesen, was ich gedacht habe. Wahlwerbung, das ist eigentlich schon normalerweise absolutes Tabu. Das ist eigentlich schon ein totales No-Go. Den Eltern sollte doch die Entscheidung überlassen sein, wie viel Werbung sie ihrem Kind zumuten wollen. Und in der Schule sollte so etwas nicht vorkommen. Werbung bereits in Kindergärten und Grundschulen. Für den Hirnforscher Professor Manfred Spitzer eine bedenkliche Entwicklung. Denn er weiß, wie schutzlos vor allem kleine Kinder der Werbung ausgeliefert sind. Kindergarten- und Grundschulkinder haben deutlich weniger Kritikfähigkeit als ältere Kinder. Sie können deswegen die Werbung nicht reflektieren oder auch kritisch hinterfragen. Und sie lernen schneller als ältere Kinder. Das heißt, sie sind beeinflussbarer einerseits und den Dingen hilfloser ausgesetzt. Und das ist eigentlich das Fiese an der Werbung an Kinder. Deshalb ist Produktwerbung an Schulen auch in 13 Bundesländern verboten. Bildungssponsoring ist dagegen erlaubt und wird auch viel genutzt, zum Beispiel hier am Pestalozzi-Gymnasium in Unna. Diese Laptops wurden zum Beispiel von verschiedenen Firmen bezahlt. Ein örtliches Krankenhaus bildet kostenlos die Schulsanitäter aus. Und ein Mitarbeiter der Sparkasse berichtet von seiner Arbeit im Aktienhandel, kann sich so auch der Klasse vorstellen. Direkte Markenwerbung gibt es hier nicht. Darauf legt Schulleiter Helmut Schorlemmer großen Wert. Er ist Schulsponsoring-Beauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen und weiß, dass die Grenzen zwischen Sponsoring und Werbung oft fließend sind. Die gute Sache beim Sponsoring ist, dass die schulischen Projekte, das Schulprogramm unterstützt wird. Es hilft im Bildungs- und Erziehungsbereich. Wenn Schülerinnen und Schüler ausgenutzt werden, wenn Markenwerbung einzieht, wenn Werbeflächen in der Schule geschaltet werden, dann ist die Grenze überschritten, die nicht überschritten werden darf. Doch genau diese Markenwerbung versucht eine ganze Branche durch das Schlupfloch des Bildungssponsorings in den Schulen zu platzieren. Anfang März in Köln der Kongress Kids und Sponsoring. 150 Vertreter von Firmen und Marketingagenturen sprachen hier vor allem über eines. Wie kommen die Marken möglichst effektiv in den Unterricht und damit in die Köpfe der Kinder? Die Schule ist natürlich ein kritischer Ort, aber sie ist so attraktiv, weil dort die Kinder gebündelt sind. Sie sind jeden Tag 4 bis 8 Stunden in der Schule. Das ist hochattraktiv. Und bei der Bildungskommunikation ist nochmal das Besondere, dass dort der Lehrer als Multiplikator das wirklich in den Unterricht bringt und einfach nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit hat, im Gegensatz zu Dingen, die ansonsten an der Schule stattfinden. Mitten in den Unterricht, da will auch er hin. Rolf Kosakowski, Chef der Kindermarketingagentur KB&B. Für seinen Kunden Sony Music mit der Marke TKKG entwickelte er die Aktion Europa sucht die Meisterdetektive. Über 100.000 Grundschüler haben mitgemacht. Kein Wunder, das Unterrichtsmaterial ist sehr attraktiv gestaltet und außerdem wird es empfohlen von der Stiftung Lernen.
Doch was bedeutet das? Unsere Recherchen zeigen, die Stiftung Lernen hat ihren Sitz in der Agentur KB&B. Rolf Kosakowski hat sich dieses Prädikat selbst verliehen. Ein Problem hat er damit nicht. Aus Spaß sage ich immer, ich ziehe ein anderes Sakko an, wenn ich über die Stiftung rede, denn es hat mit einem mit dem anderen nichts zu tun. Dass beide voneinander einen Nutzen haben, das ist ganz klar. Ich bin hinter beiden. Den Lehrern wird das Material so als wertvoller Unterrichtsstoff verkauft. Auf unsere Nachfrage gibt der Agenturchef zu, worum es sich tatsächlich handelt. Das ist Werbung. Es ist ja auch Marketing. Und Marketing ist immer ein Bestandteil von Werbung. Das bleibt es auch. Unzählige Firmen nutzen solche Unterrichtsmaterialien, um ihre Inhalte an Schulen zu platzieren. Bieten sie den Lehrern auf speziellen Portalen im Internet an. Kostenlos können die sich hier zu praktisch jedem Thema Arbeitsblätter oder Broschüren herunterladen, sortiert nach Fach- und Klassenstufe. Oder sie schicken ihre Angebote direkt an die Schule. Dort werden sie von den Lehrern auch gerne genutzt. Wir werden also teilweise zugeschüttet mit Materialien. Ist es dann vielleicht auch unsere Aufgabe, das für die Jahrgangsstufen Optimale herauszufiltern? Und da sind wir eigentlich sehr dankbar, dass wir das bekommen können. Das erleichtert unsere Arbeit doch ganz gewaltig. Auch wenn kein dickes Markenlogo darauf prangt, ist die Qualität dieser Materialien oft mangelhaft. Davon ist Professor Reinhold Hethke von der Universität Bielefeld überzeugt. In einer bisher unveröffentlichten Studie zeigt er, wie ein Netzwerk aus Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Stiftungen versucht, massiv Einfluss auf die Schüler zu nehmen. Diese Verbände haben bestimmte Interessen. Und das Interesse ist, dass die Wirtschaft und ihre eigene Tätigkeit in einem positiven Licht erscheint. Und sie haben das Interesse, dass die Schülerinnen und Schüler bestimmte Sichtweisen übernehmen. Und dazu greifen sie zum Teil auch zu manipulativen Mitteln. Ein Beispiel ist diese Unterrichtsbroschüre der neoliberalen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft mit dem Titel Soziale Marktwirtschaft macht's besser. Zum Thema Steuern heißt es hier plakativ, die Steuern hierzulande sind zu hoch und deshalb leistungsfeindlich. Ein Mindestlohn wird abgelehnt, denn in der Realität habe der Mindestlohn nur eine Folge, dass noch mehr Menschen arbeitslos werden. Lobbyarbeit durch Branchenverbände. Wer das Vertrauen der Lehrer genießt, bekommt Zutritt in die Klassenzimmer. Eine Institution genießt besonderes Vertrauen bei den Lehrern, die Stiftung Lesen. Seit über 20 Jahren bekannt für die Leseförderung. Über ihren Lehrerclub mit 50.000 Mitgliedern bietet sie ebenfalls sehr viele Unterrichtsmaterialien an. Doch auch die sind häufig sehr werblich. Zum Beispiel diese Broschüre mit dem Titel »Unterwegs in der Welt der Bahn«. Auf fast 40 Seiten werden hier die Erfolge der Bahn beschrieben. Bezahlt hat das Heft natürlich die Bahn. Das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, dass eine solche jubelnde Selbstdarstellung eines Unternehmens unter der Überschrift Stiftung Lesen an die Schulen vertrieben wird. Doch es geht noch dreister. Diese Unterrichtsmappe der Stiftung Lesen finanziert von der Mainzer Volksbank. Auch ihr Inhalt an vielen Stellen extrem werblich. So lernen die Kinder im Unterricht das spezielle Bonussystem der Bank kennen. Wer spart, bekommt nicht nur Zinsen. Bei der MVB erhält er außerdem Fische. Die kann er gegen Geschenke tauschen. Außerdem müssen die Kinder folgende Fragen beantworten. Was bedeutet die Abkürzung MVB? Wie heißt die lustige Kinderzeitschrift von der Volksbank? Wer die noch nicht kennt, findet sie als Tipp ganz oben auf der Leseliste. Das Kinderkundenmagazin Primax. Wie passt das mit den Zielen einer gemeinnützigen Stiftung zur Leseförderung zusammen? Wieso sollten Kinder im Unterricht auch noch den Fisch in so einem Gitternetz suchen als Werbeträger für eine spezielle Bank? Ja, das kann man in dem Fall tatsächlich diskutieren, da bin ich Ihrer Meinung. Gleichzeitig finde ich es auch tatsächlich durchaus möglich, mit sowas hier zu arbeiten. Dem widerspricht Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Philologenverbandes, entschieden. Es wird hier zu stark gesetzt auf Kooperation mit einzelnen Firmen und Industrieunternehmen, die sich selber auch stark in den Vordergrund schieben. Das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Hier wird auch das Vertrauen, das Lehrer in die Stiftung Lesen haben, ausgenutzt. Werbung und Lobbyarbeit schon bei den Kleinsten. Propaganda im Klassenzimmer unter dem Deckmäntelchen des Sponsorings. Mit gemeinnütziger Bildungsförderung hat das nichts zu tun.
Monika Antes ist bei mir aus der Reportredaktion. Sie hat den Beitrag, wie die Werbewirtschaft Schulen und Kindergärten ins Visier nimmt, produziert für die Sendung, die wir gerade gesehen haben. Frau Antes, was macht es eigentlich für Firmen und Verbände so attraktiv, in Schulen und Kindergärten werblich aufzutreten? Schulen und Kindergärten sind ein absolut exklusiver Raum für die Werbewirtschaft. Hier können Sie noch alleine auftreten und vor allen Dingen der Lehrer als Vertrauensperson überbringt die Botschaft. Die Werbebotschaft kann es auch noch erklären. Außerdem schafft es die Wirtschaft in der Schule häufig, das Ganze noch positiv emotional zu verbinden, zum Beispiel mit einem Wettbewerb. Die Kinder können etwas gewinnen, können ein schönes Erlebnis haben. All das knüpft sich zusammen. Und dann kommt noch dazu, dass man weiß, je früher eine Marke im Gehirn verankert wird, je früher man die positiv besetzt hat, desto stärker brennt die sich ein. Deshalb, je früher, desto besser ist hier der Slogan der Werbewirtschaft und die Schule ist ein idealer Platz dafür. Mal platt gesagt, man kann sagen, einmal Nutella, immer Nutella. Einmal Nutella, immer Nutella, einmal Tesa, immer Tesa. Nach diesem Motto funktioniert das. Mal die Elternperspektive. Wie können sich denn Eltern wehren gegen so eine ungewollte Werbung? Also Eltern sollten das auf jeden Fall ansprechen. Mit dem Klassenlehrer, mit dem Elternbeirat, im Zweifelsfall mit der Schulleitung diskutieren und aufmerksam machen, dass man das nicht möchte. Die Eltern haben da sehr wohl ein Mitspracherecht. An sich muss das die Schule für sich entscheiden, muss das die Klassenkonferenz auch entscheiden. Und ich habe in der Recherche das Gefühl gehabt, wenn man da kritisch nachfragt, dann stößt man durchaus auf Verständnis, weil allen ist bewusst, dass man sich hier in einem sensiblen Bereich befindet. Warum machen Kindergärten da mit? Warum machen Schulen da mit? Im Prinzip war immer die Antwort aus den Kindergärten und Schulen, das Geld ist knapp. Der Druck wird größer, auch noch mehr Bildungsangebote zu haben, gerade in den Kindergärten. Da gibt es jetzt Bildungspläne, da möchte man den Kindern auch etwas bieten. Dafür gibt es kein Geld und dann kommt häufig vom Träger genau die Rückmeldung, seid mal kreativ, wendet euch an die Wirtschaft, sucht Sponsoren und so hält dann eben auch die Werbung Einzug. Sponsoring als solches ist ja noch nicht problematisch. Wo wird's knifflig? Wo wird's gefährlich? Also Sponsoring hieße ja im positiven Sinne, ein Unternehmen unterstützt eine Schule oder einen Kindergarten und schiebt die eigene Werbebotschaft nicht in den Vordergrund, sondern bleibt im Hintergrund und macht vielleicht auf einer externen Pressekonferenz darauf aufmerksam, dass man sich hier sozial engagiert. In dem Moment, wo aber Schule instrumentalisiert wird, wo Markenwerbung auftritt, im Unterricht, wo nach Markenlogos gefragt wird oder Kinder mit einer Marke eine Geschichte schreiben sollen, dann ist im Prinzip eine Grenze überschritten. Das hat mir also zum Beispiel auch Herr Schorlemer, der Sponsoring-Beauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, so genau geschildert. Es gibt gute Formen von Sponsoring, zum Beispiel an der Schule von Herrn Schorlemer in Unna. Das haben wir da auch beobachten können. Da gibt es zum Beispiel Computer von der Sparkasse oder jemand vom lokalen Krankenhaus kommt und unterrichtet die Schulsanitäter. Aber Markenlogos sieht man vor Ort nicht. Markenlogos sind das eine. Sie haben aber auch Fälle recherchiert, wo Verbände, politisch ausgerichtete Verbände, wie beispielsweise die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, auch in Schulen vertreten ist und dort auch ihre politischen Auffassungen unter die Jugendlichen bringen. Was würde denn ein Herr Schorlemer zu sowas sagen? Ja, im Prinzip würde der sagen, in dem Moment, wo man versucht, etwas zu instrumentalisieren, seine eigene Botschaft in die Schule, an die Schüler heranzutragen, müssen das die Lehrer stoppen. Nur das Problem ist, das ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Diese Unterrichtsmaterialien sind über das Internet extrem leicht zugänglich. Die Lehrer bekommen Newsletter, werden geradezu überschüttet. Und diese Materialien sind hochattraktiv, die sind oft sehr gut aufbereitet, sehr schön gestaltet. Nur, wir haben ja auch Herrn Professor Hethke im Film interviewt, der sagt, es ist wirklich, man findet ganz, ganz viel letztlich politisch motivierte Meinungen in diesen Papieren und die verfolgen irgendwo alle ein Ziel. Ja? Und genau das hält Einzug in die Schule. Vielen Dank, Monika Antes. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.